Hey Lieben, eine neue Ära des Vloggens beginnt und zwar, oh mein Gott, fängt das hier schon dumm an, und zwar habe ich mir eine neue Kamera bestellt, die jetzt hier ist und ihr seht vielleicht schon im Hintergrund, dass sich das hier momentan noch immer alles verändert. Also ich zeige euch noch mein Zimmer und so, aber als erstes machen wir jetzt mal das Paket auf. Also ich habe mir so ein paar mehr Sachen bestellt, eine neue Kamera halt zum Vloggen. Jetzt vlogge ich nämlich immer noch, ich zeige euch das mal noch kurz, mit diesem coolen Teil hier. Und das ist natürlich echt mega anstrengend, immer so eine fette Spiegelreflex mitzunehmen, wenn man vloggt. Und das dann auch immer so zu halten. Ihr seht das ja da im Spiegel. Das wird echt immer mega schwer. Und weil ich halt gerne vlogge und das auch wieder öfter machen wollte, habe ich mir jetzt eine neue Kamera bestellt. Gleich dazu auch noch ein Stativ und einen neuen Akku. Also ich habe mal richtig Geld ausgegeben mal wieder. Und ja, ich würde sagen, wir packen das mal gemeinsam aus und gucken so, wie die neue Kamera ist. Und ja, ich habe auch noch so ein paar Sachen von IKEA gekauft. Die liegen hier noch überall rum. Und dann werden wir die auch mal zusammen aufbauen und anschauen. Ja, das habe ich erstmal vor. Aber als erstes, Prost, muss ich meiner Energy-Sucht nachkommen. Mega lecker. So, was ist hier alles drauf, was meine Adresse zeigt? Nein, Spaß. Ich muss erstmal hier eine Schere suchen. Ich glaube, ich hatte hier irgendwo mal eine reingetan. Das war, glaube ich, sogar erst heute Morgen. Ich hatte doch irgendwo eine. Sieht jemand eine Schere? Ich habe keine Ahnung, wo die sein kann. Ist sie hier? Ich gucke mal, ob ich das mit diesem Augenbrauen, ja, Rasierer aufmachen kann. So, ich habe die Rechnung jetzt erstmal abgemacht. Ich wollte das ganz normal über Karte bezahlen oder über Kreditkarte oder PayPal oder ja, keine Ahnung. Also ich wollte gar nicht über Rechnung bezahlen, aber ich habe bei Otto bestellt und irgendwie machen die das wohl direkt auf Rechnung. Also ich bin nicht erst auf so eine Seite weitergeleitet worden, wo ich dann nochmal meine Zahlungsmethode auswählen kann, sondern die dachten wohl direkt, ich will mit Rechnung bezahlen oder man konnte es irgendwo ankreuzen. Auf jeden Fall habe ich das überhaupt nicht gesehen und hieran sieht man auch, dass man das am besten echt mit einem Messer oder einer Schere machen sollte. Ich bin einfach zu faul jetzt dafür, etwas Richtiges zu holen, um das aufzumachen. Also einen Augenbrauenrasierer habe ich schon mal geschrottet. Mal schauen. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich freue mich so, dass ich die endlich mal bestellt habe. Okay, auf jeden Fall fehlen etwas Dokumente. Okay, ja, keine Ahnung, was das ist. Ich habe mir noch ein Stativ bestellt und noch eine Speicherkarte. Warte, hier oben war noch was drauf. Vielleicht ist das ja auch Speicherkarte. Okay, wie mache ich das jetzt geschickt mit einer Hand auf? Ja, hier ist auf jeden Fall schon mal die Speicherkarte. Schön 64 GB. Das Stativ ist wohl noch nicht da, leider. Aber die Kamera. Das ist also meine neue Vlog-Kamera. Ich habe mich zwischen der und dieser Canon, ich habe den Namen schon wieder vergessen, RX, keine Ahnung was. Das ist auch eine ganz bekannte Vlog-Kamera. Weiß ich auch nicht. Irgendwie wollte ich die als erstes haben, habe dann erst die andere gesehen. Und deswegen habe ich die nochmal verglichen, so ein bisschen rumgeguckt und habe mich für meine, ja, erste Wahl sozusagen wieder entschieden. Jetzt habe ich echt Angst, dass ich mich schneide hier. Mach das bloß nicht nach. So. Anleitung. Ich lese mir irgendwie nie so richtig Anleitung durch, egal von was. Sollte ich vielleicht mal anfangen. Aber irgendwie, ja, da ist sie also. Ich muss jetzt gleich echt aufpassen, dass ich die nicht fallen lasse, weil ich hier das ja noch mit der anderen Hand filmen muss. Das war da auf jeden Fall alles drin und die Kamera. Okay, das ist sie also. Das ist übrigens die Sony Alpha 5100. Sieht auch schön aus. Ich hoffe jetzt auch, dass die Qualität auch so ist, wie ich sie mir vorgestellt habe. Vor allen Dingen in Bild und Ton. Man kann den Bildschirm hier einmal ganz hochklappen. Das finde ich ganz cool, weil man dann halt so schön vloggen kann. Was ist das jetzt? Der Akku. Und das hier. Ich glaube, das gehört dann mit zum Aufladegerät dazu. Dann hier noch sowas zum Ummachen, damit sie nicht runterfällt.
Ja, ich guck mal, ob ich den Akku da reinmache und dann kann ich die ja schon mal anschalten. Ja, also ich muss den Akku erst aufladen. Voll blöd. Ich dachte, ich kann damit jetzt schon filmen. Also, wie ihr seht, jedenfalls eine coole neue Kamera. Ich freue mich mega darüber, weil ich mir die halt schon länger kaufen wollte und dann es immer aufgeschoben habe und irgendwie immer dachte so, ja, irgendwann kaufe ich mir noch eine andere Vlog-Kamera und jetzt habe ich es dann endlich gemacht. Ja, wie gesagt, die Sony Alpha 5100 und Maike hat die auch. Und ja, Laura musste mich auch aushalten. Also danke nochmal an Laura und Maike, dass ihr bei meinem Meinungsfindungsprozess dabei wart, mich unterstützt habt. Und ja, ich verlinke euch mal ihre Kanäle. Die kennt ihr bestimmt auch schon. Ich werde jetzt erstmal den Akku aufladen und dann schauen wir mal weiter. Mir dauert es jetzt leider etwas zu lange, dass die Kamera ganz auflädt, weil ich gerade nachgeguckt habe und das irgendwie 5,5 Stunden dauern würde, bis der Akku ganz vollgeladen ist. Jedenfalls steht das in der Anleitung, also habe ich gerade eben was Falsches gesagt. Ich habe mir doch die Anleitung angeguckt. Und weil ich gerade aber eh so im Redefluss-Vlogging-Modus bin und weil ich die Kamera eigentlich gleich zum Einkaufen mitnehmen möchte, filme ich jetzt erst mit der Kamera und dann hoffe ich mal, dass die gleich voll genug ist, dass ich sie schon mitnehmen kann. Auf jeden Fall war ich ja bei IKEA, wie ich gerade gesagt habe. Und da habe ich mir ein paar Sachen gekauft und die zeige ich euch jetzt mal. Und zwar einmal das hier. Ist jetzt ein bisschen uninteressant, ich weiß. Das ist einmal so eine Aufbewahrungsschale für Essen und dann noch eine in etwas kleiner. Also die sind halt mega cool. Mein Cousin hat die auch und ein paar Freundinnen von mir haben die auch schon empfohlen. Die sind einfach gefrierfest und mikrowellenfest und sind einfach perfekt, um sozusagen Meal Prep zu machen. Dann habe ich mir drei von solchen klapprigen Papier-Pappkisten gekauft. Ich habe schon eine. Die steht hier. Und wie ihr seht, ist das hier noch alles mega unordentlich. Und damit möchte ich die Unordentlichkeit etwas eingrenzen. Ich glaube, die haben jetzt ungefähr 2,50 oder so pro Stück gekostet. Und demnach ist halt auch die Qualität. Das ist wirklich nur Pappe. Also, ja, kann man davon nicht viel erwarten. Dann habe ich mir noch so zwei Schalen gekauft. Der Grund dafür ist richtig behindert. Ich habe eigentlich genug Teller und so, aber die sehen alle nicht so schön aus. Und wenn ich jetzt mehr Food Diaries machen will, möchte ich auch, ja, mich etwas mehr anstrengen, dass es besser aussieht, damit es nicht so aussieht wie letztes Mal, auch wenn das natürlich, ja, der Realität näher kommt. Aber ich dachte mir, so zwei schöne Schalen wären ganz gut für das Food Diary und würde die Qualität etwas steigern. Und dann habe ich mir noch passende Teller dazu gekauft. Die sehen so aus, also einfach solche großen Teller, die an der Seite leicht abgeschrägt sind. Und dann habe ich mir noch eine Zimtkerze gekauft, die riecht so gut. Also ich bin ja nicht so der größte Duftkerzenfan, muss ich sagen. Also ich finde sie gut, also es gibt ja auch viele, die gut riechen, aber ich bin einfach nicht so der Typ zum Kerzenanzünden momentan. Ich habe so ein paar Kerzen, die habe ich da ein paar Mal angemacht und ja, das war es auch irgendwie schon. Aber die hier riecht wirklich gut. Also die riecht mega nach Zimt und Weihnachten. Und ich hoffe halt, dass der Geruch mich nicht so schnell aufregt, weil das schon ziemlich intensiv ist. Und dann habe ich mir noch so kleine Pflanzen gekauft, so 2 Stück. Ich hoffe, dass sie nicht eingehen. Ich habe nämlich überhaupt keinen grünen Daumen. Und jetzt habe ich vor, diese hier erstmal zusammenzubauen und dann dieses Chaos zu beseitigen. Da könnt ihr gerne bei zugucken. Ja, lasst euch nicht irritieren. Hier liegt wirklich ziemlich viel Kram rum. I see marvels, I see titans.
So, ich sortiere jetzt die ganzen Sachen, die ich hier immer so ja, zugeschickt bekomme und einkaufe. Einfach so Duschgel, Shampoo, Haarmasken und sowas. Und die sortiere ich erstmal hier drin ein, weil das im Badezimmer keinen Platz hat. Und dann kann ich immer hierauf zurückgreifen und das sieht so halt mega unordentlich aus. Ja, hier hatte ich schon was drin und dann würde ich sagen, mache ich da erstmal Duschgel rein und in ein Shampoo und in andere Gesichtsprodukte und sowas. Und dann gucke ich mal, wie sich das so aufteilen lässt. Und nebenbei gucke ich übrigens die ganze Zeit hier Serien. Und zwar gucke ich momentan nochmal Riverdale. Also ich habe jetzt die erste Staffel nochmal geguckt und die zweite kommt ja gerade immer so stückweise raus. Und ich finde das so schlimm, immer eine ganze Woche zu warten. Ja, und ich sortiere das jetzt erstmal ein. So Leute, ich filme es mit der anderen Kamera und oh mein Gott, ist das ungewohnt, das ist unnormal ungewohnt. Ich sehe gerade richtig komisch in dem Bildschirm aus, aber ich hoffe, ich sehe wirklich nur so jetzt in dem Bildschirm aus und nicht nachher wirklich im Video. Ich habe jetzt die Sachen hinten fertig. Oh, das ist echt ungewohnt. Glaubt ihr mir das? Ich habe jetzt die Sachen fertig zusammengebaut. Das habt ihr ja vorhin mit der anderen Kamera ein bisschen im Schnelldurchlauf gesehen. Und zwar sieht das jetzt so aus. Also hier ist erstmal die oberste, also fast die oberste Borte. Dann sind hier jetzt diese Fächer, Papierfächer. Da ist Creme, also Körpercreme, sage ich mal. Gesichtssachen, also neue Waschgel, Gesichtswasser und Masken und so weiter. Dann habe ich hier die beiden Pflanzen untergebracht und die Zimtkerze. Und der Elefant, den habe ich von einer Freundin, den hat sie mir aus Afrika mitgebracht. Der ist hier. Dann habe ich hier erstmal die ganzen Pillen, sage ich da mal liebevoll zu, hingestellt. Die wollte ich noch runter in die Küche bringen. Und dann sind hier noch die anderen Fächer mit, was ist hier drinne? Body, also damit meine ich Duschgel, hätte ich vielleicht auch drauf schreiben können, und Haarprodukte. So, wie ihr seht, mega unstabil, aber es erfüllt momentan seinen Zweck. Okay, hiermit kann ich schon mal zoomen, das ist auch gut zu wissen. Und ich gehe jetzt auf jeden Fall mit einer Freundin erstmal einkaufen. Also wir fahren jetzt zu Edeka, Lidl, Aldi, Netto und Co. und gucken mal, was sich da so einkaufen lässt. Ich habe ein paar Angebote im Hinterkopf. Es gibt Hähnchenfleisch reduziert. Da kommt der Fleischesser in mir durch. Voll traurig eigentlich. Ich möchte eigentlich mal so eine Woche machen, wo ich mich vegetarisch ernähre, aber das wird auf jeden Fall ziemlich schwer für mich. Oder auch gleich so eine vegane Woche. Ah, ich weiß nicht. Also so ein Projekt fände ich jedenfalls mal mega interessant. Also schreibt mir in die Kommentare, ob euch das interessieren würde oder nicht. Und dann, ja, habe ich auch noch gesehen, dass Energy im Angebot ist. Also der Monster, den ich gerade eben auch getrunken habe. Und dann wollte ich auch noch mal gucken, ob ich ein paar Sachen finde, die ich für ein Food Diary einkaufen kann. Also, ja, mal schauen. A thousand words ain't enough to define the body of body. Okay, so sieht das also aus, wenn ich im Dunkeln filme. Oh mein Gott, ist das witzig. Oh mein Gott, mich haben schon Leute entdeckt mit der Kamera im Auto. Gott, das ist immer so witzig, ne? Man sitzt in der Kamera, filmt sich. Aber dann sehen das auch noch andere Leute. Jedes Mal, egal wann man das macht, egal wo man das macht, es sehen dann immer Leute und denken so, okay, was macht die da? Warum redet sie mit der Kamera? Ach, jetzt parkt auch noch jemand direkt neben mir ein, ne? War klar. Auf jeden Fall bin ich jetzt bei Edeka und ich warte noch kurz auf meine Freundin und dann gehen wir shoppen im Edeka. Wie sich das anhört, aber ich gehe irgendwie voll gerne einkaufen in letzter Zeit. Also ich stöber da so voll gerne rum und meistens verbringe ich viel zu viel Zeit in den Supermärkten für die Sachen, die ich eigentlich brauche. Und ich merke gerade, dass ich so voll eklig Kaugummi kaue. Ich mache das voll oft. Oh Gott.
Nehmen wir den Mann, das ist einfach so witzig, Leute. Okay, also, wir sehen uns gleich im Supermarkt wieder und bis dahin. But there's a bunch of us out in the world, who's just like me, not into you. Same, same, you think you did kill you, know nothing, babe. I want something real, not the custom babe. I'll buy you a drink. So, ich bin jetzt wieder zu Hause und ich habe so zwischendurch ein paar Sachen aufgenommen, aber nur mit dem Handy. Ich habe mich nicht getraut, jetzt so fett mit der Kamera durch die Einkaufsläden zu laufen, auch wenn ich das wirklich gerne gemacht hätte. Aber naja, jetzt seht ihr halt so, was ich eingekauft habe. Und wir waren letztendlich bei Edeka, da haben wir gar nichts gekauft. War unnötig eigentlich. Wir so, brauchst du irgendwas Bestimmtes von Edeka? Ich so, nö. Und dann sind wir wieder gegangen und dann waren wir bei Lidl, bei Aldi kurz und dann bei Netto. Und ja, ich zeige euch mal am besten, was ich mir da so gekauft habe. Und das ist super viel. Aber ich habe ja auch vor, das für ein Food Diary noch mit zu benutzen. Und deswegen ist das so viel geworden. Und dann hoffe ich, dass man ein paar Gerichte gut einfrieren kann. So, und zwar habe ich einmal das hier von Aldi mitgenommen. Das ist das Dinkelfrüchte-Müsli und das schmeckt wirklich super, super lecker. Das ist das Einzige, was ich immer wieder bei Aldi kaufe, weil es das nirgendwo so lecker gibt. Und ja, ist leider auch ein bisschen teuer, finde ich, dafür, dass es von Aldi kommt. Ich meine, okay, das soll Bio sein, aber das hat, glaube ich, fast 3 Euro gekostet. Dann habe ich hier meine wunderschönen 2 Pappkartons. Ich vergesse immer, eine Einkaufstasche mitzunehmen und dann nehme ich immer solche Pappkartons. Und zwar habe ich einmal Brokkoli gekauft, dann Zucchini, die waren im Angebot, also der Brokkoli auch. Das war bei Lidl. Dann habe ich noch 2 Bananen gekauft. Ich kaufe immer, die noch so ein bisschen grün sind, weil ich die so liebe, wenn die gerade gelb geworden sind. Ich hasse das einfach, wenn die so richtig krass gelbbraun sind. Dann habe ich hier 2 Süßkartoffeln gekauft, einen Hokkaido-Kürbis. Den hatte letztens eine Arbeitskollegin mit und das hat so lecker geschmeckt. Einfach so wie eine Süßkartoffel, einfach in den Ofen. Eigentlich so wie Veggies, bloß dann mit Kürbis und das hat mega lecker geschmeckt. Und deswegen habe ich ihn auch mal mitgenommen. Ich hoffe, ich kriege was Leckeres damit hin. Dann habe ich mir noch so verschiedene Hähnchenbrustfiletstücke mitgenommen. Die esse ich ganz gerne, auch wenn das jetzt ultra ekelig klingt, als Snack. Oder halt in Salat drinne, wofür sie eigentlich auch vorgesehen sind. Also ich esse sie echt eher in Salat als in Snack. Das war echt, das hört sich so eklig an. Aber das schmeckt halt ganz gut und es hat eigentlich auch ganz gute Werte. Also könnt ihr euch mal anschauen. Fett ist halt ein bisschen höher, als wenn man das jetzt selber anbraten würde. Ja, aber es geht, wenn man mal nichts anderes hat. Da habe ich das einmal halt in Sweet Chili, einmal in diesen Springtime. Das war jetzt so eine Aktion, weil die gerade wieder diese America-Sachen haben. Und dann noch einmal in Natural oder Classic. Classic. Dann habe ich hier noch 2-mal Hähnchenbrustfilet-Aufschnitt. Tomaten. Und 2-mal Lachsfilet. Und irgendwie hat das nur 1,99 gekostet. Deswegen bin ich total verwirrt, warum das so günstig war. Aber wir schauen jetzt einfach mal, wie viel da überhaupt drin ist. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass es einfach mega wenig ist. Also, weil für 1,99, das ist doch total unlogisch. Ja, okay, es sieht jetzt wirklich überhaupt nicht lecker aus. Auch irgendwie überhaupt nicht so wie Lachs. Es ist doch total grau. Was ist da los? Naja. Ist ja nur ein Serviervorschlag. Also das friere ich gleich ein und ich hoffe, dass es schmeckt und dass ich davon nicht krank werde. Dann habe ich noch einmal frischen Blattspinat mitgenommen. Wenn man den kocht, dann geht der direkt ein, also wird so richtig klein. Passt dann eigentlich auch in einen Kochtopf, aber ich glaube, man kann ihn auch ganz gut als Salat mit benutzen. Also da wäre junger Blattspinat noch besser, das ist jetzt so normaler sozusagen. Aber ich habe eigentlich vor, den mit als Gemüse zu machen, also so zu kochen. Vor allen Dingen schmeckt das, wenn ihr Spinat und Tomaten mit einem dieser, mit diesem Arrabbiata-Gewürz anbrät und dann mit Gnocchi. Schmeckt das mega lecker. Und ist eben halt auch total einfach. Habe ich auch schon in ganz vielen Vlogs mit drin gehabt. Dann habe ich hier noch geschälte Tomaten gekauft. 2 Dosen. Dann noch Skyr. Ich finde, das ist so eine Mischung aus Quark und Joghurt. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr das findet. Ich finde, es schmeckt aber mehr nach Magerquark als nach Joghurt. Es hat auf jeden Fall viel weniger Zucker als dieser 0,1% Joghurt. Das hat 0,2% Gramm Fett. Dieser andere Joghurt hat halt irgendwie 6 Gramm oder 9 Gramm Zucker. Und dieser hier hat 4 Gramm Zucker. Und Eiweiß hat er,
glaube ich, sogar auch mehr, aber da bin ich mir gar nicht sicher. Dann habe ich einmal rote Zwiebeln mitgenommen. Dieses Hähnchen, das ist so ein Kilopack, das war bei Netto im Angebot, davon habe ich ja erzählt. Und dann noch Paprika-Gewürz, weil ich das nicht mehr habe. Und dann habe ich mir noch was zu trinken gekauft, und zwar das hier, das ist auch von Netto. Das ist so ein Light-Grapefruit-Zeug. Aber die anderen Flaschen habe ich im Auto gelassen und die habe ich auch schon angetrunken, wie ihr seht. Ja, also das waren auf jeden Fall die Sachen, die ich jetzt eingekauft habe. Ist eine ganze Menge, finde ich. Vor allen Dingen habe ich eigentlich mal wieder frische Sachen eingekauft, weil ich in letzter Zeit nur Salat gegessen habe. Wirklich morgens, mittags, morgens nicht. Also mittags und abends habe ich irgendwie nur Salat gegessen. Und meistens auch irgendwie diesen Edeka-Salat, Thekensalat. Ich finde ihn zwar mega lecker, aber irgendwann habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Hätte ich nie gedacht, dass ich das mal sage. Also irgendwie, ich kann ihn immer noch essen, ich finde ihn immer noch lecker. Aber ich denke mir jetzt so, okay, du willst doch mal wieder was anderes essen. So irgendwie was Frisches, Gesundes, was selber kochen. Das macht mir auch mega Spaß. Und deswegen freue ich mich auch schon, das alles zu kochen. Auch wenn ich weiß, dass es dann mega stressig wird, weil ich das ja noch für euch filme. Aber ja, ich glaube, ich habe am Anfang auch gesagt, ich wollte mir noch Energy holen. Aber ich war gar nicht mehr bei Penny und auch nicht mehr beim Sport, falls ich das vorhin noch gesagt habe. Da hatte ich irgendwie keine Lust mehr drauf. Also wirklich, ich habe gerade mega Kopfschmerzen bekommen hier so. Und ich weiß nicht warum. Das ist ganz komisch. Ich habe auch genug getrunken. Voll eigenartig. Also bei diesem Wetterumschwung die ganze Zeit habe ich das eh. Ich räume das alles jetzt auf jeden Fall in den Kühlschrank bzw. in die Kühltruhe. Und ja, mal schauen. Das Licht ist hier gerade voll dunkel. So, das ist jetzt übrigens mein Abendbrot geworden. Ich habe doch wieder Salat gemacht. Und zwar aus dem Blattspinat, weil ich auch keinen anderen Salat mehr hatte. Dann habe ich noch angebratenes Hähnchen im Kühlschrank gehabt. Feta-Käse, das ist der Light-Feta-Käse von Salakis. Ein paar Tomaten, Mais und dann wieder das Weight Watchers French Dressing. Das schmeckt wirklich lecker. Und ja, das esse ich jetzt und dann werde ich ein bisschen Serien anschauen. Ja, und danach werde ich auch dann direkt mal anfangen, weiter Rechnungswesen zusammenzufassen, weil ich Montag meine Prüfung schreibe. Und da sollte ich auf jeden Fall noch viel lernen, damit ich nicht mein ganzes Wochenende mit Lernen verbringen muss. Das mache ich jetzt mal und dann mal schauen, ob ich noch was mache heute Abend, glaube ich. So, ich melde mich nochmal wieder. Ich habe nämlich gerade den Vlog schon komplett bearbeitet und mir ist aufgefallen, dass ich manchmal total eigenartig aussehe, weil es hier unten so rot ist und an meiner Nase. Ich habe da momentan voll den Pickel und ich kann ihn nicht abdecken. Das ist richtig schlimm. Ja, das nur kurz zur Info. Also falls ihr euch gewundert habt, unter meinem Tisch, das sieht man beim Kameraauspacken, steht auch so eine, was ist das, Ginflasche. Ich trinke keinen Alkohol, deswegen sammelt der sich einfach bei mir, weil ich das teilweise immer noch zum Geburtstag oder so bekomme. Ja, ich muss den immer irgendwie loswerden, weil ich ihn halt nicht selbst trinke. Ich werde mich jetzt noch duschen, meine Haare komplett machen und so. Und dann werde ich auch, ja, ich weiß nicht, eigentlich muss ich ja noch Rechnungswesen machen. Vielleicht gucke ich mir das nochmal ein bisschen an, aber so viel werde ich auch nicht mehr machen, weil es schon 23 Uhr ist. Und ich morgen wieder früh zur Uni muss, also ich habe in den ersten Stunden schon eine Vorlesung. Irgendwas wollte ich noch sagen. Was war das? Ah, genau, ich wollte noch sagen, dass ich noch was gegessen habe. Und zwar, ich habe hier übrigens so einen Schal um. Das sieht aus so wie früher, so Aschenputtel oder keine Ahnung. Aber ich habe noch was gegessen, damit ihr nicht denkt, ich hätte nur einen Salat gegessen. Ich hatte noch so einen kleinen Hunger auf was Süßes und dann habe ich so ein paar Proteinriegel gegessen. Warte, ich zeige euch die mal. Ich habe die Verpackung noch hier. Und zwar habe ich einmal diesen Quest Bar gegessen in Mint Chocolate Chunk. Das schmeckt so ein bisschen minzig und schokoladig. Mega lecker, hat glaube ich irgendwie 200 Kalorien oder so. 190 und davon 9 Gramm Fett. Proteinriegel haben ja meistens auch ziemlich viel Fett leider drin. Und dann habe ich noch zwei von diesen Iron Max Proteinriegeln gegessen. Und zwar einmal in Blaubeere und einmal in Erdbeerjoghurt. Die kosten auch nur irgendwie 99 Cent oder halt unter einem Euro. Das ist mega cool und die schmecken super, super lecker. Hier könnt ihr euch ja sonst noch mal die Werte anschauen. Ja, also da hatte ich auf jeden Fall gerade noch Hunger drauf, weil ich nur von dem Salat irgendwie nicht satt geworden bin. Sonst mache ich auch immer viel mehr Salat, aber heute hatte ich halt nicht so die Zutaten dafür da, obwohl ich ja einkaufen war. Richtig schlimm, aber ich habe halt keinen Salat gekauft und auch keine Paprika oder Gurke oder so, sondern nur so Sachen zum wirklichen Kochen. Das
war es auch schon. Ich gehe jetzt auf jeden Fall duschen und beeil mich, damit ich noch früh ins Bett komme. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Wenn ja, dann gebt den doch einen Daumen hoch. Schreibt in die Kommentare, welche Themen ihr sonst noch so im Vlog sehen wollt. Ich werde jetzt auf jeden Fall mit der neuen Kamera auch ins Fitnessstudio gehen. Deswegen habe ich mir die auch gekauft, damit ich das endlich mal durchsetze. Weil ich die ganze Zeit immer sage, ja, ich mache Fitnessvideos, ich werde noch Workouts aufnehmen. Aber irgendwie habe ich das nie gemacht, weil die Handyqualität dafür irgendwie so schlecht war. Der Speicherplatz hat nie gereicht oder man konnte es nie so richtig hinstellen. Und deswegen warte ich auf mein Stativ und dann kann ich Workouts filmen. Dann gehe ich einfach mitten in der Nacht ins Fitnessstudio und drehe dann, wenn alles leer ist. Also das kommt auf jeden Fall noch auf euch zu. Und dann würde ich mich freuen, wenn dem Video einen Daumen hoch geht und nicht vergesst, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann!